Das Wissen von morgen entsteht im Heute. Und alle Erkenntnisse, alle Entdeckungen nähren sich aus der Inspiration der Gegenwart. Am Anfang steht stets die Fantasie und die Begeisterung für neue Ideen, Experimente, Versuche, Simulationen. Spannung, Leidenschaft, die Faszination der Wissenschaft. Der Tower des Hamburger Flughafens, mitten im DLR in Braunschweig. Etwa 1200 hochqualifizierte Mitarbeiter setzen hier am Forschungsflughafen die Tradition der 1936 gegründeten Forschungsanstalt für Luftfahrt fort. Im Institut für Flugführung forschen die Wissenschaftler daran, die Führung von Luftfahrzeugen zu optimieren, um den Flugverkehr der Zukunft noch sicherer, effizienter und zuverlässiger zu gestalten. Dafür steht ihnen das eigens gegründete Validierungszentrum Luftverkehr zur Verfügung, das Simulatoren, Sensorsysteme und Flugversuchsausrüstungen bündelt. Luftraum und Flughäfen müssen flexibler und noch besser genutzt werden. Für ein Optimum an Durchsatz bei einem Minimum an Treibstoffverbrauch und Umweltbelastung. Ob Flughafenmanagement, Tower, Piloten oder Lotsen, die Gesamtheit des Flugverkehrsmanagements ist hier verfügbar. Das Besondere? Die Simulationen und Systeme können miteinander verknüpft werden. Wie macht man Flugzeuge leichter, umweltschonender und kostengünstiger? Das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik arbeitet an ultraleichten Werkstoffen aus Kohlefaserverbundstoffen, die beispielsweise ein Rotorblatt sich so verwinden lassen, dass der Lärm von Hubschraubern reduziert wird. Auch in der Raumfahrt ist Leichtigkeit ein Muss. Riesige Sonnensegel, die sich im Weltraum entfalten sollen, müssen Leichtgewichte sein. Leise fliegen. Damit die Wissenschaftler dies auch wirklich ohne Lärm testen können, gibt es den Niedergeschwindigkeitswindkanal Braunschweig der deutsch-niederländischen Windkanäle. Er ist einer der leistungsfähigsten und leisesten aeroakustischen Windkanäle der Welt. Sowohl für Autos als auch für Flugzeuge einsetzbar, können in ihm Lärmquellen und deren Emissionen besser als bisher erfasst und so konstruktiv reduziert werden. Zuvor in der Animation entwerfen und berechnen die Forscher des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik die Flugzeuge der Zukunft, lange vor dem echten Erstflug. Anhand der im Institut berechneten Daten entsteht im Systemhaus Technik, was später einmal im Windkanal getestet wird. Raus aus der Schule, rein ins Labor. Unter diesem Motto lädt das DLR School Lab in Braunschweig Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse ein, das Know-how der Institute live zu erleben. Und so selbst zum Forscher zu werden. Und wer weiß, vielleicht findet sich hier bereits der DLR-Wissenschaftler von morgen. AVIS, das Simulatorzentrum. Hier testen die Forscher des Instituts für Flugsystemtechnik neue Konzepte, Software und Steuerungen für Flugzeuge und Hubschrauber. Die Cockpits sind austauschbar. Der Clou? Je nach Bedarf oder Forschungsthema können die Simulationen bewegt oder unbewegt durchgeführt werden. Bevor es mit den neuen Entwicklungen in den realen Testflug ins echte Luftfahrzeug geht, wird die Technik bereits hier auf Herz und Nieren geprüft. So können auch riskante Flugsituationen real nachgestellt und geprobt werden. Wie macht man einen Hubschrauber leiser und wirtschaftlicher? Der Rotorversuchsstand ist in Europa in dieser Größe einzigartig. Forschung für neue Plattformen, neue Steuerkonzepte und weniger Entwicklungsrisiken. Bahnfahren grenzenlos. Im DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik spiegeln die Wissenschaftler die Kette des gesamten Bahnbetriebs wider.
Im Bahnlabor RailSight wird an einem einheitlichen Leit- und Sicherungssystem geforscht, damit zukünftig Züge in ganz Europa grenzüberschreitend unterwegs sein können. Eine ganze Stadt wird zum Verkehrslabor. Braunschweig und Umgebung sind AIM, die Anwendungsplattform Intelligente Mobilität. Ob Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer oder Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel, jeder ist ein Teil der Verkehrsforschung für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Mit AIM können Verkehrsforscher des DLR, andere Forschungsorganisationen und Unternehmen neue Technologien für sichere Fahrerassistenz und ein modernes und effizientes Verkehrsmanagement entwickeln und erproben. Dazu stehen den Forschern verschiedene Verkehrssimulatoren, eine Referenzstrecke und eine Forschungskreuzung zur Beobachtung des Fahrerverhaltens, speziell ausgerüstete Fahrzeuge und weitere Anlagen zur Verfügung. Das selbstfahrende Auto. Ein Traum kann Wirklichkeit werden. Das Auto kann alleine einparken oder auch zu einem Punkt zur Abholung gerufen werden. Oder es fährt lange Strecken ganz autonom, während der Fahrer E-Mails beantwortet oder auf seinem Tablet spielt. Zu Testzwecken im realen Versuchsfahrzeug oder in der Simulation. Der Großteil der Flugzeugforschungsflotte des DLR ist hier in Braunschweig stationiert. Es ist Europas größte Flugzeugflotte für die Forschung. Unter ihnen der Flottenprimus Atra, ein speziell umgerüsteter Airbus A320. Mit Flugzeugen und Hubschraubern erproben die Wissenschaftler von der Aerodynamik über die Aeroelastik, die Flugsystemtechnik, die Kabinenforschung bis hin zum Air Traffic Management alles, was mit der Forschung am Flugzeug zu tun hat. Flugversuche sind eine Kernkompetenz des DLR. Fliegen für die Wissenschaft. Take-off in die Zukunft. Mit ehrgeizigen Projekten, die auch Träume wahr werden lassen. Die Welt von morgen. Sie beginnt im Heute.